Sehr geehrte Damen und Herren, auch von mir einen herzlichen, schönen guten Tag und natürlich vielen Dank an die Veranstalter für die Einladung, diesen Vortrag hier heute bei Ihnen zu halten bzw. halten zu dürfen. Da der Vorredner, der Dr. Hübner, ja gegen Ende seines Vortrags auch etwas auf die in Hinsicht auf die Gesellschaft für freie Publizistik und den aktuellen Stand von Meinungs-, Versammlungs-, Rede- und Denkfreiheit vorgetragen hat, möchte ich mit einer ganz kleinen Anekdote beginnen, die durchaus zeigt, in welche Hinsicht sich die aktuelle politische Situation zu verschärfen begonnen hat. Es ist ja durchaus ein Privileg, noch ungezwungen mit anderen Menschen ins Gespräch kommen zu dürfen. Ich war ursprünglich für den Sonntag, also für morgen Abend, in Köln, in Nordrhein-Westfalen, 25 Kilometer von Bonn entfernt, als Teilnehmer zu einer Podiumsdiskussion eingeladen worden, die von einem dunkelhäutigen TV-Moderator angeleiert wurde. Und da wurde dann eine Einladung verbreitet, waren Personen, hatten zugesagt, von der FDP, von der Kölner FDP, von der Piratenpartei, eine Publizistin von der Tageszeitung Die Welt, und eine bekannte Galeristin in Köln sollte das dann ausrichten. Und zunächst war ich erstmal sehr überrascht, dass das Ganze überhaupt so in diesem Rahmen stattfinden sollte. Mir wurde dann auf Nachfrage bescheinigt, dass das alles so seine Richtigkeit habe, dass das alles so stattfinden werde. Und dann erfuhr ich aber vor 2 Tagen dann am Telefon seitens der Veranstalter, dass es massiven Druck gegeben hätte seitens FDP und seitens dieser Publizistin, dass es doch eine Unmöglichkeit wäre, man könnte sich doch nicht mit dem Herrn von Engersen aus dem Bonner Stadtrat an einen Tisch setzen. Das wäre ja ein Fauxpas. Und in Köln würde man ja diejenigen, die sich in meiner politischen Organisation organisieren und dort auch im Stadtrat betätigen, würde man ja seit 2004 erfolgreich an Diskussionsveranstaltungen hindern und ausgrenzen. Und diesen Konsens der sogenannten demokratischen Kräfte, den dürfe man doch jetzt nicht durch so eine Podiumsdiskussion hintertreiben, worauf dann eben 3 Vertreter ihre Absage kundgetan hatten, worauf dann die Seite der eher linksgrün orientierten Toleranzwächter dann plötzlich in der Minderheit war. Und dann kam dann die eine Veranstalterin eben auf mich zu und meinte, das wäre ja jetzt so, dass die Runde dann doch sehr konservativ, sehr rechtslastig wäre und das wäre ja nicht ausgewogen. Denn man muss doch, wenn, dann ein breites Meinungsspektrum bilden. Man dürfe ja keine politische Einseitigkeit bei dieser Veranstaltung in den Raum stellen. Also irgendwie musste ich in dem Moment dann an die bekannten Maischberger, Illner, Anne Will, Beckmann und so weiter Veranstaltungen denken, die ja von der politischen Ausgewogenheit doch das eine oder andere Stück noch entfernt zu sein scheinen, aber das nur am Rande. Ja, und dann wurde eben mitgeteilt, um diese Rechtslastigkeit der Runde irgendwie auszugleichen, da habe man sich dann entschlossen, mich doch wieder auszuladen. Das würde natürlich leid tun, auszuladen. Ja, ich war ja vorher eingeladen, wurde dann ausgeladen. Nachdem ich jetzt ausgeladen wurde, kann es natürlich auch sein, dass die anderen, die ihren Austritt erklärt haben, dann vielleicht ihren Auszug wieder zurückgezogen haben. Das weiß ich aber nicht. Es geht ja um meine Person und um niemand anderen. Aber das zeigt ja, dass es von gewissen gesellschaftlichen Kräften, gerade von Parteien, die doch eigentlich aufgrund von millionenschweren Hinterleuten und auch
diversen Rhetorikschulungen und überzeugenden politischen Inhalten, die ja dafür sorgen, dass diese Parteien immer mit einer sehr großen Zustimmung wiedergewählt werden, von denen sollte man auch eigentlich erwarten können, dass sie sich auch mit einem politischen Kontrahenten in einer ungezwungenen, lösungsorientierten Runde austauschen können, ohne sich bis auf die Knochen zu blamieren. Aber dieser Austausch scheint anscheinend nicht gewünscht zu sein. Und aus diesem Grund bin ich natürlich sehr froh, dass ich hier eingeladen wurde, dass ich hier die Möglichkeit habe, auch mal, wie viele andere Redner, die auch in den vergangenen Jahren hier waren, einen gewissen anderen Blickwinkel zu präsentieren als der, den man von der medialen Öffentlichkeit so gewohnt ist. Und gerade im kommunalpolitischen Bereich wird ja ungern sehr viel publiziert. Die meisten von Ihnen werden wahrscheinlich mit der einen oder anderen kommunalpolitischen Problematik am Rande konfrontiert sein. Natürlich gibt es hier auch den einen oder anderen Kommunalpolitiker, der hier im Plenum sitzt, und ich hoffe, dass es sich für den doch noch ganz interessant und ausgewogen präsentieren wird, was ich hier jetzt vortrage. Aber wir alle sind eigentlich von diesen Basisprozessen in der politischen Graswurzelarbeit betroffen. Wir alle werden Betroffene sein, wenn zum Beispiel neue Umgehungsstraßen gebaut werden, wenn Straßen saniert oder eben nicht saniert werden, wenn öffentliche Gebäude in einen bedenkenswerten Zustand geraten oder wenn beispielsweise Bürgerservice und Bürgerbüros überbeansprucht werden und sich innerhalb der städtischen und kommunalen Verwaltungen diverse Fehler häufen. Das sind alles Dinge, mit denen wir als Bürger ganz direkt beschäftigt sind und betroffen sind. Und über diese Dinge wird aber viel zu wenig berichtet. Und die wirklich brisanten und relevanten Entscheidungen, die getroffen werden und die Motivationen, aus denen diese Entscheidungen entstehen, die werden leider hauptsächlich einseitig, wenn überhaupt, beleuchtet. Und deshalb denke ich, ist es wichtig, da auch von einer etwas oppositionellen Perspektive da einige Dinge gerade zu rücken. Zu meiner Person, ich wurde ja schon eingeleitet, ich bin 23 Jahre alt, studiere seit dem Jahr 2014 Rechtswissenschaften in Bonn, bin seit dem Jahr 2014 Bonner Stadtverordneter und arbeite nebenbei noch in zwei Bezirksvertretungen und im Sozial- und Migrationsausschuss mit. Das heißt also, meine Sitzungsdichte ist etwas höher als einmal pro Monat. Hin und wieder begreife ich auch die monatliche Aufwandsentschädigung mehr als eine Art vorgezogenes Schmerzensgeld, weil sich mit einigen einschlägig bekannten Personen aus dem etablierten Politikbereich wirklich allwöchentlich auseinandersetzen muss. Dann muss man hin und wieder bis an die Schmerzgrenze und darüber hinausgehen. Das sind leider die Mitwirkungen, die dieses Engagement mit sich bringt. Aber einigermaßen optimistisch bin ich dann noch, dass ich das auch die nächsten Monate noch einigermaßen erfolgreich durchstehen kann. Ich bin Mitglied des Bonner Stadtrats für die Bürgerbewegung Pro NRW, die eine kommunalpolitisch ausgerichtete Vereinigung ist, die gerade im Rheinland und in Teilen Westfalens durchaus mit gewissem Erfolg in dem einen oder anderen Kommunalparlament vertreten ist. Das schwächste Ergebnis hatten wir jedoch bei der vergangenen Wahl interessanterweise in Bonn erzielt. Das liegt auch bestimmt durchaus mit an den demografischen Entwicklungen, die sich in Bonn in den vergangenen Jahrzehnten vollzogen haben. Da werde ich aber in den weiteren Ausführungen noch etwas genauer zu sprechen kommen. Da sich da die diesjährige Tagung ja hauptsächlich mit der Asylthematik beschäftigt, wird das auch der rote Faden sein, der sich jetzt durch meine Ausführungen zieht. Ich werde zunächst generell einmal auf die Problemlage im Bereich der Asylpolitik für die Kommunen im Allgemeinen kurz eingehen und dann natürlich am konkreten Beispiel von Bonn berichten, wie sich das Ganze, was wir hier als moderne Völkerwanderung durchaus erleben, auf die alltägliche Handlungsfähigkeit in der Keimzelle des Parlamentarismus, nämlich in den Kommunalparlamenten, auswirkt. Dann werde ich am Anfang noch ganz kurz ein wenig auf die Stadtgeschichte und Entwicklung eingehen und auf die Migrationsgeschichte, weil Bonn nämlich nicht erst seit der massiven Asylzunahme, also dem sogenannten Asyltsunami, durch Massenzuwanderung in Mitleidenschaft gezogen wird, sondern bereits in den vergangenen Jahren, teilweise seit über anderthalb Jahrzehnten, massiv durch Migration verändert wurde. Von den etablierten Parteien werden Sie wahrscheinlich hören, dass das größtenteils in Form einer Bereicherung vonstatten gegangen sein soll. Anhand des Beispiels Bonn ist das durchaus
in der einen oder anderen Hinsicht in Zweifel zu ziehen. Und nach dem Ausflug in die Bonner Migrationsentwicklung im Allgemeinen gehe ich natürlich auch auf die damit verbundenen Probleme ein, die sich dann im aktuellen Umgang generell, wenn man sich mit kommunalpolitischen Entscheidungen beschäftigt, immer wieder auftreten mit Beschlüssen, die gefasst werden müssen, mit unangenehmen Anfragen, die beantwortet werden, manchmal aber auch nicht beantwortet werden, und dem alltäglichen Geschäft. Und dann natürlich als großer Themenpunkt die Asylkrise, der wir uns seit Mitte, Ende 2014 Auge in Auge gegenüberstehen sehen, und der Entwicklung, die sich vor allem für die finanzielle Handlungsfähigkeit diverser Kommunen eingestellt hat. Kommen wir aber zunächst zu einigen generellen Informationen. Und zwar, wenn man jetzt ein interessierter Bürger ist, dann bekommt man natürlich in jeder Hinsicht mit, wenn zum Beispiel neue Asylunterkünfte errichtet werden. Aber die wenigsten Menschen wissen eigentlich, wie sich diese Entscheidungsprozesse zusammensetzen. Und die Zuweisung von Asylbewerbern in die jeweiligen Kommunen, die erfolgt aufgrund eines Bundesgesetzes bzw. einer bundespolitisch gefassten Entscheidung, dem sogenannten Königsteiner Schlüssel, nach der aufgrund von der Bevölkerungszahl und der finanziellen Leistungsfähigkeit die jeweiligen Bundesländer und innerhalb der Bundesländer die unterschiedlichen Kommunen mit einer bestimmten Gewichtung versehen werden, die dann eben quasi dafür sorgt, dass eine gewisse Prozentzahl an Personen, an ankommenden Personen dort untergebracht wird. Das heißt also, wenn zum Beispiel nach Arnstadt jetzt 100 neue Asylbewerber kommen sollen, dann geschieht das deswegen, weil das ein Bruchteil der Gesamtzahl ist, die beispielsweise diese Woche oder diesen Monat die Bundesrepublik erreicht hat. Und das ist dann eben der Anteil, der dieser Kommune nach diesem Schlüssel zusteht und die dorthin verteilt werden. Und nachdem ich vor einigen, ich glaube vor anderthalb Monaten, mein hochgeschätzter Kollege Dr. Clemens darauf ansprach, was denn passieren würde, wenn man sich als Kommune dieser Zuweisung verweigert, habe ich mir das Ganze etwas genauer mal betrachtet. Der Dr. Clemens stellte die Aussage in den Raum, was würde denn passieren, wenn ein Bürgermeister, also ein Gemeindeoberhaupt, ein Verwaltungschef, diesen Bus mit Personen, die einen Asylantrag gestellt haben, einfach an den Toren der Stadt wieder abweisen würde. Was würde denn passieren, wenn der Bürgermeister von Arnstadt sagen würde, nein, wir nehmen jetzt keine weiteren Asylbewerber auf, wir setzen euch wieder in den Bus zurück und wir schicken euch beispielsweise zum Bundeskanzleramt. Das hat ja ein bayerischer Landrat durchaus mal für einige Wochen so probieren wollen, bis er dann von seiner Partei zurückgepfiffen wurde. Aber das ist auch rechtlich überhaupt nicht rechtssicher möglich, denn der Verwaltungschef, also der Bürgermeister, ist immer auch an die Zustimmung des jeweiligen Kommunalparlaments gebunden. Der Bürgermeister kann natürlich Entscheidungen treffen. Das sind dann Dringlichkeitsentscheidungen oder Entscheidungen, die aufgrund der Natur der Sache eben durch ihn gefällt werden. Aber diese Entscheidungen müssen dann im Nachhinein durch das jeweilige Parlament abgesegnet werden. Und selbst wenn wir irgendwo einen zuwanderungs- und überfremdungskritischen Rathauschef hätten, der dann sich dahingehend äußert, dass man eben die Anzahl X an Asylbewerbern nicht mehr verkraften könne, dann würde der spätestens bei der nächsten Gemeinderats- oder Stadtratssitzung von der jeweiligen Mehrheit, die sich natürlich aus Parteien wie SPD, Grünen und natürlich auch der CDU zusammensetzt, derart zurückgepfiffen werden, dass dieser Beschluss einfach revidiert wird und dass dann eben diese Busladen an Personen doch noch ihrem laut Bundespolitik verordneten Standort zugewiesen wird. Das heißt also, die Problematik, die sich für die Kommunen auswirkt, ist eine sehr große. Denn sobald in kürzesten Abständen seitens des Landes angerufen wird, wir müssen euch jetzt in 3 oder 4 Tagen 100, 200, 300 Personen zuweisen, dann ist die Kommune in der Pflicht, diese Personen innerhalb der kürzestmöglichen Zeit eine Unterbringung zu gewährleisten, die Versorgung zu gewährleisten, Versorgungsketten aufzustellen, den Empfang zu bewältigen und so weiter und so fort. Das heißt also, es besteht überhaupt nicht die Möglichkeit, dort in irgendeiner Art und Weise regulierend einzugreifen. Und das ist das, was natürlich sich auf den Entscheidungsfindungsprozess in jeglicher Hinsicht auswirkt, denn die meisten Kommunen, nicht nur in Westdeutschland, auch in weiten Teilen Mitteldeutschlands, sind finanziell nicht wirklich auf Rosen gebettet. In Bonn ist es so, dass die Verschuldung bei über 1,6 Milliarden Euro liegt, das heißt die Pro-Kopf-Verschuldung liegt pro Person bei etwas über 5.200 Euro. Die Stadt Bonn befindet sich schon seit Jahren im Haushaltssicherungskonzept. Das heißt also,
ein eigen verabschiedeter Haushalt findet gar nicht mehr statt, sondern kann nur in Kooperation mit der Bezirksregierung Köln überhaupt aufgestellt werden. Der nächste Schritt in die finanzielle Handlungsunfähigkeit wäre dann der Nothaushalt. Das heißt also ein Rumpfhaushalt, bei dem die wichtigsten Ausgaben quasi von oben vorbestimmt werden und für sehr viele Basisentscheidungen bleibt dann überhaupt kein finanzielles Fundament mehr. Das heißt also, dass dann Sachen wie Schulsanierung, wie die Erhaltung bestimmter öffentlicher Gebäude überhaupt nicht mehr gewährleistet werden kann. Das ist in sehr vielen Gemeinden so. Es gibt einige positive Gemeinden und Städte, gerade auch kleinere Städte, die solide wirtschaften, die teilweise schwarze Zahlen schreiben oder die eben auch in der Lage sind, ihre Verbindlichkeiten rechtzeitig und zeitplan genau zu bedienen. Aber angesichts der jetzigen Entwicklung geraten auch diese Kommunen und Städte immer weiter in eine Schieflage. Und das wirkt sich natürlich in jeder Hinsicht auf das Bild vor Ort aus. Das heißt also, dass die Belastung einerseits enorm ansteigt und andererseits die Entlastung der jeweiligen Kommunen durch das Land nur unzureichend erfolgt. Da gehe ich gleich noch im Folgenden etwas genauer drauf ein. Wenn man sich mit Kommunalpolitik beschäftigt, dann hat man so ein medial erzeugtes Bild im Kopf von engagierten Lokalpolitikern, die sich in den meisten Fällen in den Materien, mit der sie sich beschäftigen, sehr gut auskennen, die das aus Leidenschaft machen und die das vor allem für ein sehr geringes Entgelt machen. In Nordrhein-Westfalen ist es so, dass das Kommunalamt ein Ehrenamt ist. Das heißt, als Kommunalpolitiker erhält man eine Aufwandsentschädigung, die im niedrigen dreistelligen Bereich im Monat liegt. Und man hat dann die Möglichkeit, durch die Mitarbeit in Ausschüssen und so weiter, durch Sitzungsgelder, das etwas aufzustocken. Aber es ist nichts, wovon man leben kann. In anderen Bundesländern, beispielsweise in Bayern, ist es so, dass man durchaus in gewisser Art und Weise von diesem kommunalen Amt alleine leben kann. Aber das sorgt dafür, dass Kommunalpolitiker im Westen der Republik hauptsächlich sogenannte Feierabendpolitiker sind, die sich eben nach dem eigentlichen Broterwerb mit diesen wichtigen Themen beschäftigen müssen. Und das hat mehrere Auswirkungen. Eine der Auswirkungen ist, dass man sich natürlich nicht in dem Detail auf die politische Arbeit vorbereiten kann, wie das Personen aus dem Landtag oder aus dem Bundestag tun können. Und das sorgt eben auch dafür, dass sich in den meisten kommunalen Fraktionen sehr wenige Experten befinden und eine sehr große Menge an Personen, die Entscheidungen, die im Fraktionsvorstand getroffen werden, einfach nur abnicken oder überhaupt nicht kognitiv in der Lage sind, sich dazu irgendwie ausgewogen zu äußern und einzulassen. Und es ist eben auch nicht so, dass das Lokalpolitikeramt oder das Kommunalpolitikeramt gerade bei den großen etablierten Parteien etwas ist, was sich hauptsächlich durch ein ehrenamtliches Engagement auszeichnet. Gerade bei CDU und SPD ist es so, dass sehr viele verdiente Parteisoldaten, die so und so viele Plakate geklebt, so und so viele Infostände gemacht haben, durch Posten in kommunalen Ausschüssen, auch teilweise in teilstädtischen Unternehmen, finanziell abgesichert werden. Das heißt also, es findet eine gewisse Pöstchenschacherei statt. Das beste Beispiel aus der Stadt meines Wirkungskreises Bonn ist das Beispiel des dortigen SPD-Unterbezirksvorsitzenden, also der Kreisvorsitzende der Bonner SPD. Der ist 37 Jahre alt, studiert seit 18 Jahren Rechtswissenschaften, hat keine abgeschlossene Berufsausbildung vorzuweisen und lebt von einer Teilzeitstelle im städtischen Jugendhilfering und einer Teilzeitstelle bei der SPD-Fraktion. Und als vor anderthalb Jahren in Bonn die Oberbürgermeisterwahl war, hat man ihn zitiert auf die Frage, was er denn nach der Oberbürgermeisterwahl, wenn die geschlagen ist, worauf er sich dann konzentrieren wird, hat er gesagt, ja, nach der Oberbürgermeisterwahl werde ich mal gucken, dass ich langsam anfange, mich auf das erste Staatsexamen vorzubereiten. Das ist ein etwas krasses Beispiel, aber es zieht sich doch durchaus wie ein roter Faden, gerade durch die etablierten Parteien, dass man eben sehr viele Parteisoldaten versorgt mit einem Parteibuch und einem einigermaßen gut dotierten Pöstchen in Aufsichtsräten hat und die auch eben inhaltlich nicht in der Lage sind, irgendwelche Akzente großartig zu setzen. Und um zur Stadt Bonn zu kommen, die Stadt Bonn hat durchaus einen gewissen Seltenheitswert. Das ist die einzige Stadt in der Bundesrepublik Deutschland, die den Titel Bundesstadt trägt. Das liegt daran, dass Bonn bis 1990 der provisorische Regierungssitz war.
Aktuell hat Bonn knapp 315.000 Einwohner, gehört zu den 20 größten Städten in der Bundesrepublik und ist auch noch heute Sitz von Ministerien und Bundesbehörden aufgrund des Berlin-Bonn-Gesetzes, was sich gerade in finanzieller Hinsicht sehr auswirkt auf die finanzielle Handlungsfähigkeit, weil diese Behörden eben nicht ausschließlich vom Bund unterhalten werden, sondern die Stadt muss da mitfinanzieren, muss querfinanzieren. Und das ist auch einer der Gründe dafür, warum die Verschuldungsrate der Stadt Bonn so hoch ist. Die Stadt Bonn kann auf eine über 2000-jährige Geschichte zurückblicken. Ursprünge gab es in Form von germanischen und römischen Siedlungen und die Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität in Bonn gehört zu einer der bekanntesten Hochschulen der Bundesrepublik. Auch der Grund, warum ich mich nach meinem Abitur in Frankfurt am Main in Richtung Bonn orientiert habe. Die Stadt Bonn ist im Bereich Migration seit Jahren und Jahrzehnten sehr geprägt worden. Früher aufgrund des Diplomatenstandortes, durch den Status der provisorischen Hauptstadt haben natürlich sehr viele Länder ihre diplomatischen Vertretungen dort im Umland angesiedelt. Im inzwischen eingemeindeten Bezirk bei Godesberg finden sich immer noch die ganzen verlassenen Diplomatenstandorte. Und das sorgt also schon dafür, dass in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten eine überdurchschnittlich hohe Zuwanderung nach Bonn stattfand. Das Ganze schlägt sich nieder in offiziellen Zahlen. Und zwar sind nach offiziellen Zahlen, die man ja immer mit einer gewissen Vorsicht anfassen muss, haben 41,4% der Einwohnerinnen und Einwohner Bonns einen Zuwanderungshintergrund. Das heißt also, da sind eingerechnet Ausländer, Doppelstaatsbürger und Migranten, die also beispielsweise auch in zweiter Generation hier leben. Diese Zahl wird sich in den vergangenen Monaten bestimmt noch in einem gewissen Maße erhöht haben, aber das sind die aktuellsten Zahlen von Ende vorletzten Jahres. Neuere Erhebungen gibt es bisher nicht. Im Stadtbezirk Bad Godesberg ist der Zuwandereranteil sogar bei 46,6%. Und das sind, wie gesagt, die offiziellen Zahlen, die von der Stadt erhoben wurden. Das sind also keine Zahlen, die man aus irgendeinem Hinterzimmer sich zusammengekramt hat, sondern die wurden auch dort in der Lokalpresse groß rezipiert und veröffentlicht. Die größten Gruppen an Zuwanderern in Bonn sind aktuell vor allem Türken und Marokkaner. Und aufgrund der Asylzuwanderung sind in einem gewissen Maße auch Personen aus Syrien, aber auch von den Balkanstaaten hinzugekommen. Und im Rahmen dieser Migrationsentwicklung haben sich gerade in Bonn einige einzigartige Entwicklungen getan. Man muss Bonn heutzutage in der Bundesrepublik Deutschland wirklich als Hauptstadt des Islamismus bzw. des Salafismus begreifen. Wir haben gerade im Stadtbezirk Bad Godesberg und im Stadtbezirk Bonn-Innenstadt gewisse Viertel, in denen sich teilweise bis zu 25 islamistische Gefährder befinden. Das sind Aussagen der Bonner Polizei. Diese Gefährder werden dadurch charakterisiert, dass die Sicherheitsbehörden davon ausgehen, dass diese vom ideologischen Radikalisierungsgrad jederzeit dazu in der Lage sind, aufgrund ihres islamistischen Hintergrunds Übergriffe bis hin zu Anschlägen zu begehen. Es gab im Anfang 2012 einen versuchten Anschlag auf den Bonner Hauptbahnhof. Da wurde von einem deutschen Konvertiten, wohnhaft in Bonn-Tannenbusch, mit vollem Namen Marco René Gebel, der zurzeit in Düsseldorf in seinem Prozess sich befindet, wurde eine Bombe gebaut, die dazu geplant war, so viele Menschen wie möglich, die sich an diesem Tag am Bonner Hauptbahnhof befunden haben, zu ermorden. Diese Bombe ist glücklicherweise nicht hochgegangen, weil sie stümperhaft zusammengebaut wurde. Nicht etwa, weil die Polizeibehörden rechtzeitig reagiert haben, sondern weil danach etwa anderthalb Stunden aufgefallen ist, dass da eine herrenlose Tasche am ersten Gleis stand. Wenn diese Bombe explodiert worden wäre, dann hätte sich wahrscheinlich eine Opferzahl von Todesopfern im niedrigen dreistelligen Bereich ergeben, weil Bonn als Pendlerstandort gerade im Berufsverkehr massiv frequentiert wird, gerade auch der Hauptbahnhof. Weiterhin war das dann etwas skurril, dass dieser Mann dann festgenommen wurde, er saß in Untersuchungshaft und die Polizei hatte bei ihm eine Hausdurchsuchung durchgeführt und im Rahmen dieser Hausdurchsuchung wurde nichts gefunden. Zwei Tage später rief er dann in der Untersuchungshaft die Polizei
und bat doch bitte mal in seinem Kühlschrank nachzusehen. Da habe er nämlich noch Sprengstoff gelagert und er habe Sorge, dass seine Frau das versehentlich auslösen könnte. Das heißt also, bei der Hausdurchsuchung wurde nichts gefunden. Der Sprengstoff kam dann erst ans Licht, als die Polizei den Hinweisen des Täters nachgegangen ist. Das legt auch ein bezeichnendes Zeugnis über die Arbeit der Bonner Sicherheitsbehörden ab. Weiterhin gab es seitens der Bonner Islamisten-Szene auch einen versuchten Mordanschlag auf einen Leverkusener Kommunalpolitiker, der gleichzeitig Vorsitzender meiner Bürgerbewegung, meiner kommunalen Wählervereinigung ist. Daran war auch dieser Marco Rengel-Gäbel beteiligt. Vier Islamisten hatten sich mit teils schwerer Bewaffnung vor dessen Haustür zusammengerottet, wollten entweder eine Bombe am Auto legen oder eben ihn auf dem Weg zur Arbeit vor dem Haus exekutieren. Das wurde in letzter Minute von Bundesbehörden vereitelt. Weiterhin gab es in den vergangenen Jahren diverse Übergriffe, nicht nur gegenüber Einheimischen, sondern auch gegenüber Zugewanderten mit einem etwas anderen religiösen Hintergrund als die Bonner Islamisten ihn pflegen. Einem Hindu, also einem indischen Staatsbürger, der als Student in Bonn war, wurde von zwei Islamisten, nachdem er die Aufforderung abgelehnt hatte, zum Islam zu konvertieren, die Zunge herausgeschnitten. Das ereignete sich 2013. Weiterhin gab es gerade im vergangenen Jahr noch eine Kontroverse um einen sogenannten Call-Shop, also ein Geschäft, in dem Telefonkarten, SIM-Karten verkauft wurden, auch im Stadtteil Bad Godesberg. Die Angestellten dort, zwei Damen, bedienen dort ausschließlich in Burka und hatten ins Schaufenster eine Flagge des Islamischen Staates gehisst. Und da gab es dann mehrere Anwohnerbeschwerden und erst nach zwei Wochen wurde dann dagegen vorgegangen, seitens der Polizeibehörden diese Fahnen wurde dann beschlagnahmt und konfisziert. Das heißt also, die aktuelle Lage ist die, dass sich Bonn wirklich zum sogenannten Hotspot für islamistische Gefährder entwickelt und dass die Sicherheitsbehörden einerseits von seitens des Landes, aber auch seitens der Stadt selber dort keine wirkliche Strategie haben, dieses einzudämmen. Eine weitere Problematik, die sich durch die verstärkte Migration nach Bonn erschlossen hat, ist die teilweise wirklich Überfremdung gewisser ganzer Stadtviertel und die damit einhergehende Problematik für einheimische Anwohner. Auch wieder in Bad Godesberg sind ganze Straßenzüge in türkisch-arabischer Hand. Und da sich der Medizinstandort Bonn einer großen Beliebtheit erfreut, sind sehr viele Staatsbürger aus arabischen Staaten, die sich zur Behandlung nach Bonn begeben. Grundsätzlich könnte man ja meinen, dass das kein Problem darstellt. Die sind meistens natürlich sehr gut betucht, verfügen über beträchtliche finanzielle Mittel und kuppeln natürlich in der einen oder anderen Hinsicht da auch den Einzelhandel an. Aber es hat sich eine Art Schattenwirtschaft dort entwickelt, dass die jetzt in zweiter oder dritter Generation dort lebenden Araber ihren Landsleuten in Anführungszeichen zu horrenden Preisen einzelne Zimmer vermieten. Teilweise zahlt man dann da pro Nacht 300 bis 600 Euro. Und durch die Inrichtung dieses Preises denken die zeitweise hier lebenden Gäste auch, sie könnten sich verhalten, wie sie wollen. Und es kommt dann immer wieder natürlich zu Reibereien mit Anwohnern. Und die Stadt Bonn will dem jetzt dadurch begegnen, dass jetzt eine Broschüre angefertigt wurde für diese Medizintouristen. In der Broschüre geht es nicht etwa darum, hier die westlichen Lebensstandards zu vermitteln in Hinsicht auf Mülltrennung, Hygiene, nächtliche Ruhezeit. Nein, da geht es darum, eine bessere Willkommenskultur zu schaffen und an die Gäste zu appellieren, dass sie sich doch möglicherweise hin und wieder etwas mehr an die bestehenden Regeln halten. Das sind so die aktuellen Entwicklungen, die die Stadt Bonn in diesem Bereich durchführt. Die gefestigten Parallelgesellschaften, die sich in den vergangenen Jahren und teilweise schon seit über einem Jahrzehnt herausgebildet haben, sorgen dafür, dass sich in der Stadt wirklich Gegenden angesiedelt haben, in denen man sich als Einheimischer ab bestimmten Uhrzeiten nicht mehr ungefährdet bewegen kann. Dazu gehört beispielsweise der Kurpark. Im Kurpark kommt es seit 2009 regelmäßig zu sexuellen Übergriffen, gerade von Migranten gegenüber Einheimischen, aber auch teilweise zugereisten Frauen. Das Ganze ereignet sich Luftlinie 300 Meter entfernt von der nächsten Polizeiwache. Trotzdem ist es gerade am Wochenende so, dass fast jedes Wochenende sich dort Sichtungen häufen über sexuelle Belästigung,
und über Vorgänge, die sich dort im Rahmen von gewissen Jugendbanden ereignen, also Jugendbanden, die dort mit einer gewissen kriminellen Energie die Einheimischen durch die Wegnahme von Mobiltelefonen einerseits, aber auch durch körperliche Gewalt einzuschüchtern versuchen. Das Ganze kulminierte jetzt vor einigen Wochen nach einer kulturellen Veranstaltung rein in Flammen, die dort seit Jahren Tradition hat, in den Übergriff eines marokkanischstämmigen Italieners Walid S. gegen den deutschen Niklas B., der in der Nähe des Kurparks von dem Haupttäter und zwei Mittätern so lange zusammengeschlagen, zusammengetreten wurde, bis er dann eben zwei Tage später im Krankenhaus verstorben ist. Im Bereich der kriminellen Jugendbanden mit Migrationshintergrund gibt es zwei Hauptgruppierungen, unter anderem die einen sind die sogenannten Black Jackets, die jetzt erst vor kurzem den Prozess gemacht bekommen haben, die sich auf den gewerbsmäßigen Diebstahl von Motorrollern spezialisiert hatten und die in gewissem Maße natürlich auch in Rauschgifthandel und andere kriminelle Operationen verwickelt waren. Damit und mit den anderen Problematiken, die sich im Rahmen der Migrationsbewegungen entfalten, hört man von der Lokalpresse einerseits, auch von der Lokalpolitik andererseits nicht viel. Diese Probleme werden totgeschwiegen. Und wenn man sich traut, diese Probleme anzusprechen, dann gerät man sehr schnell ins Fadenkreuz ganz besonders toleranter Menschen, die so tolerant sind, dass sie ihre Mitmenschen vor den missliebigen Meinungen anderer gerne auch mal mit körperlichem Einsatz beschützen möchten. Den Finanzstatus der Bundesstadt hatte ich ja bereits angesprochen. Die massive Pro-Kopf-Verschuldung, die massive Überschuldung und die Gründe dafür liegen ja einerseits in der jahrzehntelangen Misswirtschaft der etablierten Parteien, das heißt also massive Ausgaben. Man hat sich zum Beispiel mit dem Weltkonferenzzentrum verhoben, hat dort einem Investor vertraut, der nach zwei Jahren dann Insolvenz angemeldet hatte, worauf die Stadt Bonn auf den Mehrkosten im niedrigen dreistelligen Millionenbereich sitzen geblieben ist. Dann gibt es noch einen Rechtsstreit mit der Sparkasse, der die Stadt wahrscheinlich auch nochmal 80 Millionen kosten wird. Und das sind natürlich die perfekten Voraussetzungen, um auch noch eine mittlere vierstellige Anzahl von Asylbewerbern aktuell unterzubringen. Die aktuellen Zahlen, und zwar von Ende letzten Monats, mit den aktuellen Zahlen befinden sich knapp 3.800 Asylbewerber in Bonn. Das sind nur diejenigen, die sich in städtischen Unterkünften befinden. Das heißt, die Personen aus Landesunterkünften, es gibt zwei Landesaufnahmeeinrichtungen, die sind da nicht eingerechnet. Von diesen 3.800 Personen gab es eine Erhebung, von denen sind zwei Drittel bereits jetzt rechtskräftig abgelehnt. Das heißt also, haben rechtskräftig von einem bundesdeutschen Gericht anerkannt bekommen, dass dort keinerlei Verfolgungshintergrund besteht. Die Personen wurden aber bis zum jetzigen Zeitpunkt nicht abgeschoben und es sieht auch nicht so aus, als dass sie in einer absehbaren Zeit mit einem Ausweisegesuch konfrontiert werden. Die Gründe dafür werde ich auch noch gleich im Genaueren erläutern. Durch diverse Anfragen an die Stadtverwaltung, in diesem Jahr alleine 21 Stück im Bereich Asyl, habe ich auch die ein oder andere etwas unangenehme Wahrheit ans Licht bringen können, wie auch der Kollege aus der Republik Österreich mitgeteilt hat, handelt es sich eben nicht mehrheitlich um syrische Staatsbürger. Es wird einem ja immer eingeredet, die Personen, die kommen, das seien hauptsächlich verfolgte Syrer. Die bewegen sich auch in Bonn bei etwa einem Viertel und es sind eben sehr große Zahlen von Balkan-Staatsbürgern, gerade aus dem Bereich Albanien, die eben hier auch auf Kosten der Steuerzahler der Bundesstadt Bonn alimentiert werden. Die Verwaltung hat den Anspruch, darüber objektiv aufzuklären, wenn eine Asylunterkunft errichtet wird, für wie viele Personen die ausgelegt wird, für welche Staatsangehörigkeiten und so weiter und so fort. Aber wie so oft, wenn man es mit einer rot-grün orientierten Verwaltung zu tun hat, dann klaffen Anspruch und Wirklichkeit sehr weit auseinander. Und in einiger Hinsicht muss man davon leider reden, dass die Stadtverwaltung die Anwohnerinnen und Anwohner gezielt belügt. In einem Stadtteil wurde gesagt, wir bauen eine Unterkunft für 150 Syrer und daraus wurden dann 300 Albaner und zwar innerhalb von 8 Wochen. Und das sind Ereignisse, die sich eben immer wieder ereignen, aber die Bevölkerung wird eben nur selektiv davon in Kenntnis gesetzt. Es gab im Rahmen von städtischen Unterbringungseinrichtungen
diverse Reibereien zwischen unterschiedlichen Ethnien. Es gab bereits zwei Messerstechereien, wo zwei Menschen lebensgefährlich verletzt wurden. Einmal ein Staatsbürger aus Guinea und einmal ein Staatsbürger aus Eritrea. Hat sich auch alles ohne größere öffentliche Rezeption ereignet. Und auch da tappt die Verwaltung im Dunkeln, was die Motivlage angeht, aber auch was die Verhinderung von solchen Übergriffen angeht. Eine weitere große Problematik ist die Anzahl von islamistischen Rückkehrern, das heißt also Dschihadisten, die teilweise aus Bonn ausgereist sind oder aus anderen Städten, die dann sich im syrischen Bürgerkrieg auf Seiten der Dschihadisten engagiert haben und die jetzt zurückgekehrt sind. Da erhebt dann die Stadtverwaltung den Anspruch, diese zu reintegrieren. Das heißt also bei Personen, die teilweise verdächtigt werden, dort auch gewaltsame Übergriffe bis hin zum Mord organisiert und teilweise begangen zu haben, da haben wir als Stadtgesellschaft den Anspruch, diese in die Gesellschaft wieder zu integrieren. Die Probleme in dieser Hinsicht sind natürlich vorprogrammiert. Eine bundesweite Rezeption, die gab es dann einmal. Da hatte eine linke Organisation eine Solidaritätsfeier für neu angekommene Asylbewerber durchgeführt. Es gab eine große Feier, zu der die natürlich auch eingeladen wurden. Leider ereigneten sich da einige unschöne Dinge. Unter anderem wurden dann einheimische Frauen aus der linken Unterstützerszene massiv sexuell belästigt. Es gab diverse Übergriffe. Und ich möchte dazu einmal zwei Zitate zum Besten geben von Betroffenen, die sich dann bei Facebook geäußert haben zu diesen Übergriffen. Ich zitiere einfach mal, also die erste Unterstützerin sagt: Never ever habe ich mit meinen nun 38 Jahren von keinem deutschen oder sonstigen integrierten Ausländer so etwas Krasses erlebt wie an diesem Abend. Noch nie ist mir körperlich ein mir unbekannter Mann so nahe gekommen. Und das penetrant, mehrmals, trotz massiver Abweisung und Ablehnung. Wir haben danach die Beine gezittert, es herrschte eine so dermaßen unangenehme, bedrohliche Stimmung, dass wir es nicht lange ausgehalten haben. Das ist das eine Zitat. Und das zweite Zitat ist: Das Problem ist einfach, dass ich sehr aktiv gegen rechte Hetze vorgehe und auch gerade die Gerüchte um männliche Flüchtlinge immer als übertrieben und als Propaganda abgetan habe. Gestern aber wurde ich eines Besseren belehrt. Und das ist es, was mich am meisten schockiert und mich sprachlos macht. Wir wurden mehrmals von verschiedenen männlichen Flüchtlingen körperlich angegangen. Nicht von ein, zwei, massiv von vielen. Nachdem ich einen von ihnen zurückwies, hielt er mich fest und küsste mich auf die Wange. Als ich ihn dann wegstieß, hätte ich mir, nachdem er daraufhin ausflippte, fast einen Schlag von ihm eingefangen. Das brachte dann das Fass zum Überlaufen. Es war leider total auffällig, dass man von sehr vielen als reines Lustobjekt gesehen wurde. Und das ist gelinde gesagt generell und überhaupt nicht meine Intention von einem Abend, an dem ich tanzen möchte. Das war es noch nie und wird es auch nie sein. Da ging es nicht um interkulturelle Kommunikation, ein absolutes No-Go und der Abend hatte sich damit für uns erledigt. Ich hatte mir das anders vorgestellt. Gerade weil ich durch meine Arbeitgeber mit der Flüchtlingsarbeit zu tun habe und diese Veranstaltung als eine sehr gute Idee angesehen hatte. Man sieht also auch dort Anspruch und Wirklichkeit voneinander entfernt. Im Bereich der Informationen, von denen die einfache Bevölkerung eher ferngehalten werden soll, gibt es auch noch andere Anekdoten, die ich in Stichpunkten noch auflisten kann, die ich durch meine Anfrage an die Stadtverwaltung herausgefunden habe. Es wurden also durchschnittlich in den letzten zwei Jahren insgesamt knapp 100 Personen abgeschoben pro Jahr. Demgegenüber steht eine vierstellige Anzahl von Personen, die konkret ausreisepflichtig sind. Das heißt also von über 2000 Personen, deren Ausreise eigentlich beschlossene Sache ist, wurden jedes Jahr nur knapp 100 Personen abgeschoben. Was sich dadurch natürlich weder Platzprobleme lösen lassen, noch eine finanzielle Entlastung der Stadtkasse stattfindet, das setze ich mal voraus. Dann wurde der eine Asylbewerber, der sich durch eine Messerstecherei hervorgetan hat, psychiatrisch begutachtet und in die geschlossene Anstalt eingewiesen. Die Kosten dafür zahlt erklärterweise die Stadt, also der Steuerzahler. Und auch dieser Übergriff mit dem schwer verletzten Asylbewerber ist auch kein Grund für den Messerstecher, irgendwie eine Ausreiseanweisung anzuordnen. Das wirkt sich nämlich nicht negativ auf den gestellten Asylantrag aus, so das Rechtsamt der Stadt Bonn. Unter anderem, weil dort eine Verurteilung im Heimatland zu befürchten wäre und das wäre dort unmenschlich und dann würde man den dort möglicherweise zum Tode verurteilen und das können wir ja nicht hinnehmen und deshalb muss er hier weiterhin untergebracht werden. Teilweise noch die nächsten Jahre, die
die Unterbringungszahl in dieser geschlossenen Einrichtung ist noch nicht genau ermittelt worden. Es ist noch nicht klar, ob der jemals diese Psychose überwinden wird. Es besteht auch weiterhin keine Möglichkeit, Gefährder oder Terroristen unter den ankommenden Flüchtlingen zu erkennen. Und die Stadt sieht da auch überhaupt keinen akuten Handlungsbedarf. Es besteht also kein Bedarf, sich vermehrt nach Terroristen umzusehen. Parallel dazu gab es vor einigen Wochen erneut eine Bombendrohung gegen den Bonner Hauptbahnhof. Die wenigsten der in Bonn ankommenden Asylbewerber verfügen über Passdokumente. Und bei denen, die darüber verfügen, ist es laut Stadtverwaltung so, dass deren Echtheit massiv angezweifelt wird. Zum Beispiel ist es auch so, dass eine überdurchschnittliche Anzahl der Personen teilweise in ihrem Pass drinstehen hat, teilweise auch mündlich angibt, am 1. Januar geboren worden zu sein. Teilweise bei Personen, die dann gerade noch so im Bereich der Minderjährigkeit fallen und möglicherweise dadurch dann in zusätzliche Zuwendungen für minderjährige unbegleitete Flüchtlinge kommen. Weiterhin ist auch bereits eine dreistellige Anzahl an Asylbewerbern aus den Unterkünften unbekannt verzogen. Das heißt also, diese wurden registriert und sind jetzt einfach im Stadtgebiet nicht mehr zu ermitteln. Man weiß nicht, ob die sich noch in der Stadt aufhalten, man weiß nicht, wo sie sich sonst aufhalten, man weiß nicht, wie sie ihren Lebensunterhalt finanzieren. Diese Personen sind verschwunden und es besteht auch keine Möglichkeit, diese aufzufinden. Das sind Dinge, die die Stadtverwaltung auf Nachfrage äußert, die man aber natürlich nicht in den Mainstream-Medien oder auch in den lokalen Medien irgendwo rezipiert bekommt. Die ganz konkreten Auswirkungen dieser massiven Asylwelle, alleine 3.800 in städtischen Unterkünften, in den Landesunterkünften bestimmt nochmal 1.500 bis 2.000 mehr, die wirken sich natürlich gerade auf die Gremiensitzungen massiv aus. Wir haben also keine Stadtratssitzung, wo nicht neue Unterkünfte beschlossen werden müssen, wo nicht mehr Ausgaben im Asylbereich beschlossen werden müssen. Wir hatten erst letztens wieder gegen eine Stimme, nämlich gegen meine Stimme, die Verstärkung der Stabsstelle Integration um 3 neue Mitarbeiter. Das sind dann 3 Halbtagsstellen. Das Geld muss irgendwo herkommen und daher werden auch massive Kürzungen durchgeführt. Wir hatten eine Sitzung, in der mit zeitlicher Aufeinanderabfolge zuerst bei den offenen Ganztagsschulen massiv gekürzt wurde. Da wurden Betreuungsstunden gekürzt, da wurden Lehrkräfte eingespart. Man könne das nicht finanzieren. Und 10 Minuten später wurde der Bau von 4 neuen Asylunterkünften für knapp 3,5 Millionen Euro beschlossen. Und der Widerspruch, der sich da auftut, der ist auch den meisten Stadtverordneten von CDU, SPD und Grünen noch nicht mal wirklich groß aufgefallen. Dann ereigneten sich diverse Vorstöße im Bereich der Gesundheitsversorgung. Bundesweit sollen ja jetzt auch kommunal die kostenlosen Krankenkassenkarten für Asylbewerber eingeführt werden. Angeblich wäre das quasi selbsttragend, die Kosten. Das heißt, die Kosten würden sich nicht unterscheiden von den normalen Kosten, die so durch Krankheitsversorgung und Gesundheitsversorgung anstehen. Da gibt es aber teilweise wissenschaftliche Stellen, die das massiv anzweifeln. Die Stadt sieht es aber auch nicht ein, möglicherweise ein zweites Gutachten einzuholen, sondern die Stadt betrachtet das als erledigt, dadurch, dass 3 oder 4 andere Kommunen in der unmittelbaren Nachbarschaft das eingeführt haben. Durch die Unterversorgung an Grundstücken und Unterkünften entsteht natürlich gerade für Immobilienspekulanten ein sehr interessanter Markt. Dadurch, dass mit Grundstücken und Gebäuden spekuliert wird, ergeben sich ganz neue finanzielle Möglichkeiten für einige Investoren. Gerade weil die Stadt natürlich teilweise angewiesen ist, innerhalb von 2 oder 3 Tagen neue Unterkünfte bereitzustellen, ist es so, dass bereits in mehreren Sitzungen Gebäude und Immobilien angekauft wurden für einen Preis, der bis zu 1/3 über dem Marktpreis liegt. Das wird auch ganz gezielt von den jeweiligen Immobilienspekulanten so in den Raum gestellt, weil natürlich die Gewissheit da ist, dass diese Entscheidung getroffen werden muss und dass, egal wie hoch der Preis ist, dass die Kommune diesen zahlen muss. Wenn man sich einen genaueren Einblick in die Versorgung und Unterbringung von Asylbewerbern in Bonn gönnen möchte, dann ist das nur unter sehr großen Schwierigkeiten möglich. Man bekommt Zahlen von der Stadt vorgesetzt, aber man kann das Ganze nicht nachprüfen. Ich hatte bei der Stadt die formlose Anfrage gestellt, ob ich denn nicht im Rahmen dieser einen Messerstecherei mal persönlich einen Einblick in das Flüchtlingsheim im Stadtteil Bonn-Ende nicht erhalten könnte. Das wurde mir verwehrt. Dann habe ich auf eine Entscheidung des Landesverfassungsgerichts Mecklenburg-Vorpommern verwiesen, das einer Partei, nämlich der NPD, dort gestattet hat,
nach der Klage eine Besichtigung einer Asylunterkunft durchzuführen. Auch das wurde mir dann nochmal wiederholt verweigert und da bin ich jetzt dabei, gegen die Stadt Bonn zu klagen. Insgesamt laufen momentan 6 bis 7 Klagen von meiner Person gegen die Stadt Bonn, weil ich mich in gewissen Rechten als Abgeordneter beschnitten fühle. Wenn man sich der... Wenn man sich dem Mainstream der etablierten Parteien mit dem kritisch auseinandersetzt, wenn man sich den Luxus erlaubt, eine eigene Meinung zu äußern, zu besitzen und möglicherweise die eine oder andere Tatsachenbehauptung zu hinterfragen, dann wird man gerade was den Westen der Bundesrepublik angeht enorm schnell stigmatisiert, teilweise kriminalisiert. Man wird auch, wenn man demokratisch legitimierter Kommunalpolitiker ist, in seinen Rechten eingeschnitten. Das lässt sich unter anderem in mehreren Dingen feststellen. Man hat kurz nach meinem Einzug in den Stadtrat eine Satzungsänderung vollzogen. Vorher war es Einzelstadtverordneten möglich, Anträge zu stellen. Das wurde dann durch die Mehrheitsparteien unterbunden. Und als dann die Piratenpartei, die auch über einen Einzelstadtverordneten verfügt, dann nachgefragt hatte, warum denn ihre Anträge nicht mehr behandelt werden, hieß es dann, ja, wenn wir ihre Anträge behandeln, dann müssten wir auch die vom Herrn von Mengersen behandeln und dann würden wir dem ja ein Podium geben und das wäre ja nicht machbar, das können wir nicht mit uns vereinen, mit unserer demokratischen Grundauffassung und dementsprechend lehnt die Stadtverwaltung das ab. Weiter ging es dann mit einer eingeführten Redezeitbegrenzung, angeblich um die überbordende Sitzungsdauer einzuschränken. Teilweise reden ja gewisse CDU- und SPD-Stadtverordnete bis zu einer halben Stunde am Stück. Dann wurde das Recht aber gerade von den kleineren Parteien eingeschränkt. Das heißt, ich habe nur auf die Möglichkeit, mich 3 Minuten zu einem Tagesordnungspunkt zu äußern. Und wenn man sich teilweise Tagungsunterlagen anschaut, wo bei gewissen Tagesordnungspunkten bis zu 6 DIN A4 Seiten Schriftgröße 10 an Anhängen dabei ist, dann weiß man ganz genau, innerhalb von 3 Minuten kann man sich zu diesen komplexen Vorgängen überhaupt nicht fundiert äußern. Aber das ist ja auch genau das, was denen dann ins Konzept passt. Denn dann kann man immer noch darauf hinweisen, oh, der Populist, der hat sich ja inhaltlich mit dem Thema gar nicht auseinandergesetzt. Der hat ja jetzt nur ein paar Schlagworte vorgebracht. Das sind also die Strategien, um auch eine oppositionelle politische Haltung derart einzugrenzen, dass man eben gewisse kritische Meinungen aus dem öffentlichen Diskurs verbannt. Neben diesen rechtlichen Schritten seitens der Stadtverwaltung und seitens der städtischen Organe gibt es auch die eine oder andere Anekdote, die man so aus persönlichen Erfahrungen anbringen kann. Ich habe das Glück oder besser die Bürde, dass ich der Einzige im Bonner Stadtrat bin, einer von 86, die sich dezidiert kritisch zu dieser Massenzuwanderung gerade im Rahmen der letzten 2 Jahre äußern. Und dadurch, dass ich das eben nicht wie der eine oder andere Toleranzwächter mit einem schwarzen Tuch vor dem Mund oder vor dem Gesicht ruhe, sondern mit meinem Gesicht auch dafür einstehe, ergeben sich durchaus die ein oder anderen Schikanen. Es gibt in diversen Kneipen im Bonner Kneipenviertel liegen Listen aus mit unerwünschten Personen, wo dann teilweise auch Lichtbilder zu sehen sind. Bei vielen davon bin ich ganz oben drauf, nicht weil ich mich dort daneben benommen habe, sondern weil ich einer politisch unliebsamen Gruppierung angehöre. Als ich vor einigen Wochen mit Bekannten eine Musikaufführung besucht habe in einer Lokalität, bin ich dort zufälligerweise fast über den Bonner SPD-Vorsitzenden gestolpert. 2 Tage später berichtete mir jemand, der im Management dieser Lokalität tätig ist, dass die Bonner SPD angefragt hätte, wieso denn der Herr von Mengersen dort überhaupt auftreten dürfe, warum er denn dort kein Lokalverbot habe. Das wäre doch ein fahrlässiges Zeichen, dass man extremistische Meinungen bis in die Mitte der Bonner Feierkultur zulassen würde. Das sind alles Dinge, die sich tagtäglich ereignen. An der Universität habe ich glücklicherweise noch etwas Ruhe, denn die Juristen sind traditionell eher konservativ ausgelegt. Da hatte ich nur einmal eine etwas lustige Erfahrung, wo ich eine Strafrechtsvorlesung hatte zum Bereich Beleidigung. Und in der 5-Minuten-Pause sprang dann ein etwas alternativ aussehender Mensch auf, lief zu meinem Platz und beschimpfte mich lauthals als Untermenschen, worauf er dann vom Professor unter wüsten Anwürfen aus dem Saal eskortiert wurde. Man merkt also,
wenn man sich den Luxus der eigenen Meinung gestattet, dann lebt man zumindest in Westdeutschland einigermaßen gefährlich. Und dementsprechend ist der Ausblick, den man gerade für die kommunalpolitische Ebene ziehen kann, leider kein besonders positiver. Nicht nur in Bonn, sondern generell in den meisten Kommunen, mit denen ich mich politisch beschäftigt habe, aber auch wenn man sich aus der Tagespresse informiert, merkt man, dass die finanziellen Handlungsfähigkeiten massiv erschöpft sind. Das heißt, es besteht in vielerlei Hinsicht nicht mal mehr die Möglichkeit, die Basisleistungen, die eine Kommune anbieten muss, wirklich konsequent durchzusetzen. Da wird in den Bürgerbüros gekürzt, da werden Stellen umstrukturiert, um mehr Stellen für die Betreuung von Ankommenden zu schaffen. Das heißt, die Serviceleistungen gehen massiv nach unten. Ich musste 3,5 Monate auf meinen gestohlenen Personalausweis warten, auf die Neuerstellung, weil sich davor kein Termin fand, weil die ganzen Bürgerbüros massiv überfordert sind. Die Rückführung von abgelehnten Asylbewerbern findet quasi nicht statt, das hatte ich schon erwähnt. Die meisten Unterkünfte, und das zeigt ja auch, dass die etablierte Politik sich ganz gewiss ist, dass das Problem nicht schnell zu lösen ist, die meisten Unterkünfte werden auf 8 bis 12 Jahre angemietet, die Grundstücke. Teilweise ist daran zu erkennen, dass über 90% der Personen, die hierher kommen, vermeintlich vor Krieg fliehen. Langfristig, und mit langfristig meine ich mit einer konservativen Prognose, bis zu ihrem Lebensende hier in diesem Land bleiben werden. Es besteht aber weder die Möglichkeit seitens der Stadtverwaltung und in vielen Teilen auch nicht der Wille der jeweils Zugewanderten, sich in diese Gesellschaft zu integrieren. Und gerade bei Personen außerhalb der europäischen Binnengrenzen stelle ich auch die Möglichkeit in Frage, diese überhaupt konfliktfrei in dieses Gesellschaftssystem einbinden zu können. Weiterhin ist ein massiver Kriminalitätsanstieg zu verzeichnen. Teilweise wird das von den jeweiligen zuständigen Behörden runtergerechnet oder verschwiegen, aber die Landespolizeibehörden, die teilweise Parametermessungen durchführen, die können ganz genau sagen, dass zum Beispiel ein Umkreis von Asylunterkünften, gerade in Nordrhein-Westfalen, man da den 1 Kilometer Umkreis oder so misst, ein massiver Anstieg von Rechtsverstößen feststellbar ist. Das sind Zahlen, die beispielsweise die Landespolizei NRW vor etwa einem halben Jahr veröffentlicht hat. Die Verstärkung von parallelen Strukturen, von Parallelgesellschaften, von einer Überfremdung im Allgemeinen wird natürlich durch diese Art und Weise der kanalisierten Massenzuwanderung, der Flutung ganzer Stadtteile mit Asylbewerbern noch weiter verstärkt. Und gerade in Stadtteilen von Großstädten, die sowieso schon unter einer massiven Zuwanderungsbelastung leiden, werden sich die Mehrheiten teilweise noch schneller verschieben. Wenn die deutsche Bundespolitik nicht bald auf die sich weiter zuspitzende Situation reagiert, dann wird sich gerade in den Kommunen die Situation derart auswirken, dass die finanzielle Handlungsfähigkeit komplett verloren geht. Dann wird der Nothaushalt nicht mehr zur Ausnahme, sondern zur Regel gehören. Und die Kommunen werden nicht mehr die Möglichkeit haben, auch nur die Basisentscheidungen, die Basisleistungen, die sie jeweils anzubieten haben, wirklich anzubieten. Die Bundespolitik und die Landespolitik schaffen es auch nicht durch ihre Budgets, das Ganze aufzufangen. Die Stadt Bonn hat letztens erst eine Übernahme von 12 Millionen Euro für den Bau neuer Asylunterkünfte beantragt. Übernommen wurden dann 2 Millionen, das heißt 10 Millionen Defizit blieben bei der Stadt. Und so wird sich das in vielen anderen Kommunen auch auswirken. Und wenn dort kein Kurswechsel stattfindet, dann erleben wir wirklich gerade im Bereich der Keimzelle des deutschen Parlamentarismus, nämlich im Bereich der Kommunalpolitik, ein gewisses Versagen der Institutionen und der Verlust der jeweiligen Königsdisziplin, nämlich der Handlungsfähigkeit in finanzieller Hinsicht. Die Politik achtet aber nicht auf diese Vorzeichen, die sich häufen, die sich seit Jahren jetzt häufen. Die Politik übergeht das aus ideologischen Befindlichkeiten und diejenigen, die sich kritisch mit dieser Form der Massenzuwanderung auseinandersetzen, werden nicht etwa am Diskurs beteiligt, sondern ausgegrenzt und diffamiert. Und wenn das Ganze so weitergeht, dann sehe auch ich persönlich weder für die kommunalpolitische noch für die landes- oder bundespolitische Ebene eine erfreuliche Entwicklung der Situation. Vielen Dank.